So, Testaufnahme, Testaufnahme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test, Test, Test. So, einmal wieder stoppen. Test, Test, Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test, Test. Ja, das müsste passen. Audio, Spur 2 und 3 wird aufgenommen. Audio Spur 1 ist im Stream. Mal eben gegenhören. Ob das so passt. Kanal. Test, Test, Test. Sound, Sound, Test, Sound. Test, Test. Sound, Sound, Sound. Jo, das passt. Gut. So, Live-Aufnahme starten. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Die Aufgabe aus dem letzten Video ist jetzt erfüllt. Mission abgeschlossen, Arizona. Wunderbar. Weiter. Arizona war sicher. Die Saurier waren sicher. Finch und die Naturschutzbehörde hatten alles, um die Bürokraten fernzuhalten. Für den Moment. Aber die Zukunft war etwas ganz anderes. So, Kampagne Washington. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um dich einzuweisen, aber wie du weißt, ist die Situation im Fluss. Unsere kanadischen Freunde sind besorgt, dass einige der Tiere die Grenze überqueren könnten. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir, das ist die CIA. Meine Sektion ist die AGA, die Abteilung für gefährliche Arten. Ich bin Dr. Dua. Ich verfüge über umfangreiches Wissen in Paläoforschung auf genau diesem Gebiet, bei Jurassic World und an anderen Orten, über die ich leider nicht sprechen darf. Aber Oh. ich kenne sehr viele von den Leuten, die hier arbeiten. Ein wilderer Lager. Oder was davon übrig ist. Amateure. Sie haben es nur geschafft, dass sie selbst und andere umgebracht wurden. Und unsere Arbeit noch viel schwieriger gemacht. Die Saurier sind immer noch unruhig, Dr. Dua. Sie zu Okay. betäuben scheint zu diesem Zeitpunkt die beste Option zu sein. Okay, so schnell und so sicher wie möglich. Fokussieren. Nähere dich dem Saurier und verwende dann mittlere Mausbutton zur Zielerfassung, damit dein Schütze eine freie Schussbahn hat. Feuer mit links, ja, okay, habe ich schon mal gemacht. Oha. Der macht hier richtig alles kaputt. Das war daneben. Bleib mal stehen. Ein und betäubt, betäubt. Eine Firma hat wichtige Angestellte, wie mich. Und wichtige Gebäude, ohne die nichts rundläuft. Bauen Sie also für den Anfang ein Eingangsgebäude, ein Kontrollzentrum und einen Notfallgenerator für die Stromversorgung. Okay. Dann kann ich, glaube ich, aus dem Heli schon mal wieder raus. Keine Ahnung, wo der jetzt hinfliegt. Der fliegt weg. Oder? Ja, der haut ab. Okay. Baue eine Einrichtung, die Folgendes enthält: Ankunftsort. Ah, okay, jetzt wird einem so ein bisschen gezeigt,
wie das Ganze denn startet. Also Ankunftsort. Machen wir mal hier. Dann bauen wir mal erstmal einen Weg dran. Geht der mitten durch? Nee, der geht einmal so, so. Erstmal da hoch. Dann baue ich mal einen Weg hier so dran vorbei. Muss ja nicht schön sein. Ist die Kampagne noch kein, ich sag mal, schöner, offener, freier Park. Ich baue einmal rum, was soll's. So. Dann Kontrollzentrum. Schutzraum. Kontrollzentrum. Dahin. Weg anschließen. Notfallgenerator. Ja klar, Strom. Das war er nicht. Da ist er. So, und der muss jetzt am besten alle Gehege einmal berühren und auch die Gebäude. Irgendwie hier so. Baue ich einfach da mal hin. Und sonst brauche ich noch einen zweiten, egal. So, okay. Baue dieses betriebsbereite Gebäude. Wenn ich das mal sagen darf. Und ich darf das. Wir brauchen aber auch eine Unterstützungsanlage. Unterstützen Sie die Bauarbeiten, so gut es geht. Okay, das war das mit den... Unterstützung? Mit den Rangers, glaube ich. Also witzig ist der Kerl nicht. So. Wissenschaftler ansehen brauche ich erstmal noch nicht. Ankunftsort. Strom haben die. Die sind betäubt, noch 6 Minuten. Ich glaube, Zäune reparieren hier mit dem Ranger, ne? Naja, wir müssen die Saurier in die neuen Gehege bringen. Die, die wir bereits gefangen haben? Ja, korrekt. Und sie sollten wach sein und sich möglichst wohlfühlen. So, ich weiß gar nicht, wie viele Aufgaben kann ich zuweisen. Ach, der fährt da einfach nur hin und dann ist das zack repariert. Okay, ja, ist ja nicht schlimm. Statusprüfung. Statusprüfung. So, 1, 2, 3 Gehege, 4 sind repariert. Zaun reparieren. Zaun reparieren. Statusprüfung hat er gemacht. Okay. Unten rechts. Stellen Sie sicher, dass die... wie heißen die? Carnotaurus? Wach und sicher untergebracht sind. Aha. So, dann setze ich den mal einfach hier vorne rein. Und das Produkt... versperrt, zustellen, versperrt. Okay, da rein. Zaun repariert Zaun. Okay, geht vielleicht nicht, weil der Dino da liegt. Müsste sich ja jetzt ändern. Ja, okay. Also Dino muss erst weg. Oder das Produkt. Brauchen wir nochmal einen Screenshot. Transport im Gange. Auch nochmal einen Screenshot vom Dino. Produkt wurde transportiert. Da ist er. Screenshot.
Warum macht er immer dieses Geräusch beim Screenshot? Ich weiß es auch nicht. Na gut. Hier ist irgendwas noch nicht repariert. Oh, das kann man noch kleiner machen. Och, der Arme. Aber Aufgabe. Trotzdem erfüllt. Ja. Aber ich repariere das trotzdem mal. Reparatur nicht möglich. Was stand da eben in Rot? Nicht mit Fahrzeug zu erreichen. Na okay, lasse ich das erstmal so. Sorge dafür, dass die Kanotaurus einen Komfort von 80 haben. Stelle sicher, dass die Kanotaurus von einer Beobachtungsgalerie Forschung aus sichtbar sind. Okay. Einsam. Ja, Mist. Muss ich den jetzt da rein? Ich kann ihn gar nicht. Ah, hätte ich die vielleicht beide in ein Gehege? Komfort geht runter. Okay, baue ich erstmal die Beobachtungsgalerie. Diese hier. So. An den Weg anschließen. So. Schutzraum lasse ich erstmal noch weg. Wenn etwas passiert, egal, wird's lustig. So. Ein Komfort von 80. Der ist schon wieder ausgebrochen. Alter. Der haut auch den Zaun durch. Alter, was geht denn ab mit euch? Ey, die sind ja krass drauf, die Typen. Die Produkte. Entschuldigung. So, Zaun reparieren. Ey, das ist aber jetzt schon ganz schön schwer. Zaun reparieren. Zaun reparieren. Zaun reparieren. Krass, und was ist das hier oben jetzt? Wo kann ich denn... Ah, okay. Ich muss dir das Menü erst aufmachen. Gebaut. Das sind Fleischfresser. Oh, meine ersten Fleischfresser. Hier sieht man in so einer Übersicht. Okay, Zaun kaputt, kein Strom und so weiter. Treibstoff fehlt. Muss ich mal eben hier Treibstoff ausfüllen. Und Nahrung, okay. Oh, ich hab's geahnt. Jetzt hat der sich hier eingebaut. Oh Mann, ey. Ich mach das Gehege jetzt einfach mal groß, egal. Nein, nicht reparieren, dann kommst du nicht mehr raus. Oder fährt der Feuer raus? Ah, okay, er ist schlau genug, fährt Feuer raus. Vielleicht mache ich da auch mal ein Tor rein. So. Gehege vielleicht zu klein. Nehme ich hier mal was weg und da. Die beiden sind betäubt. Rein mit dir. Wo ist denn der andere? Oh, der liegt hier vorne. So, Komfort. Was kann ich denn schnell bauen hier? Steine. Irgendwie immer Steine. Nicht zu groß. Nicht zu viel. Wasser. Bisschen kleiner. Geht gar nicht. Hier, okay. So, ein bisschen Wasser. Ranger-Team.
Aufgabe. Vielleicht nochmal scannen. Statusprüfung. Mache ich einfach mal. Ah, genau, hier wird angezeigt. Muss ich auch machen. So, der zweite ist in Arbeit. Brechen die vielleicht aus, weil es nicht schön genug war eben? Ich weiß es nicht. So, den auch. Komfortfehlen ist offenes Gelände. Also zu wenig Platz, oder was? Vielleicht muss ich auch einfach den Zaun hier erweitern. Ich mache das einfach mal hier außen zu. So, und reiß drinnen die Zäune ab. So, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich hier nichts Falsches abreiß. So. Schon haben wir ein großes Gelände. Da ist noch irgendwas auf? Nee. Sieht komisch aus. Sind das andere Zäune? Hm. Na toll, kommt jetzt wieder ein Sturm? Und dann werden die wieder wild hier. Oh, fehlendes offenes Gelände. Ich baue mal noch mehr Steine. Pflanzen wären vielleicht auch nicht schlecht. Ist zwar ein Fleischfresser. Ach hier, Ah, genau. Ist das hier? Lebendbeute, Futterstation? Futterstation für Fleischfresser, ja. So. Oha! Er hat sich gerade was gefangen. Was war denn das? Eine Ziege? Hier ist auch was? Ah nee, das ist nur... Einfach nur Fleisch und hier ist lebend. Ah. Och Mensch. Ist ja süß. Der läuft hier durchs Gehege. Und die gehen dann auf die Jagd gleich. Ja, cool. Carnotaurus. Fehlender Sand. Ui, und ich mache da überall Bäume hin. Fehlender Sand. Wo mache ich denn hier Sand? Ziersträucher, Obst, Blatt. Das ist Wasser. Das ist Futterstation. Blattwerk, Terrain, Landschaft. Das hier? Gras. Ah, Fels. Schnee. Schlamm, Schnee, Sand. Ach, okay. Muss ich hier vielleicht... Alles so ein bisschen sandmäßig. Schnee mögen die vielleicht gar nicht. Okay, muss ja nicht schön sein, ist die Kampagne einfach nur, um weiterzukommen. So. Komfort 100%. Ja, so muss das sein. Zeit unten rechts läuft ab. Und ich würde sagen, das war's schon wieder mit dieser Folge. Es gab hier gefährliche Tiere. Das stimmt, Mr. Finch. Wir wissen, wo sie waren. Aber jetzt, Mr. Grady. So. Wieder eine Aufnahme geschafft. Mal was trinken.
müssen wir herausfinden, wo sie sind. So wie ich meine Saurier kenne, würde ich sagen, sie sind da lang. Und kennen Sie Ihre Saurier, Mr. Grady? Besser als sonst jemand. Aber dies sind nicht Ihre Saurier per se. Nun, da werden Sie mir wohl einfach vertrauen müssen. Screenshot. So. Mache ich einfach mal. Mal eben die Aufnahme angucken. Ah, genau, hier wird angezeigt, muss ich auch machen. Der fliegt weg. Hatte ich den Saurier und verwendet. Okay. Dann kann ich, glaube ich, aus dem Heli schon mal wieder raus. Keine Ahnung, wo der jetzt hinfliegt. Um Rangers, glaube ich. Also witzig ist der Kerl nicht. So. Wissen. Ich glaube, der Spielsound kann ein bisschen lauter. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jurassic World Evolution 2. Ja, wir starten einfach direkt weiter mit der nächsten Aufgabe hier in Washington. Suche nach Spuren eines gefährlichen, entkommenden Dinosauriers. Oh, jetzt wird's langsam interessant. Ganz oben seht ihr die Karte. Also die beiden habe ich eingesperrt, die scheinen auch zufrieden. Oh, was ist das hier? Hallo? Fisch, Fleisch oder Blatt? Ich glaube, der tut aber nichts. Wo kann ich mir den denn mal angucken hier? Zielmodus? Wer bist du? Hallo? Fernglas ist richtig. Zustand. Kann ich jetzt gar nicht gucken, was das für ein Dino ist? Ich gehe hier einmal raus. Ach, geht gar nicht. Ich bin hier gefangen im Jeep. Okay. Ja, ich glaube aber, der tut nichts. So, die anderen beiden sind da drinnen, sind zufrieden. Alles klar. Dann, ja. Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal, was uns da erwartet. Ich bin so gespannt. Irgendwann wird hier auch ein T-Rex auftauchen. Und noch Schlimmeres. Analysieren. Störung identifiziert. Sieht unbekannte Spezies. Aus. Nicht, dass ich irgendwas versprechen würde. Aber cool gemacht. Alles deutet in diese Richtung. Oh oh, großer Fleischfresser. Fischern, moin. So. Oh, ich bin gespannt, was mich da erwartet. Noch ist nichts zu sehen. Mal eben den Sound ein bisschen runterstellen, denke ich mal. Soundeffekte, ist das Auto Soundeffekte?
Ja, ich glaube, ein bisschen leiser ist es geworden. Großer Fleischfresser. Sie sind auf jeden Fall nicht sonderlich subtil. Wo immer sie hingehen, hinterlassen sie Spuren. Da kenne ich noch jemanden. Dr. Malcolm? Denn der Kerl, da kann man wirklich von einem Ego sprechen. Ah ne, das ist ein Triceratops. Im Gegensatz zu... Ja, ein gewisser liebenswürdiger Tierverhaltensforscher mit ganz besonderer Bescheidenheit. Ich soll weiter da hinten gucken, okay. Mal gucken, vielleicht sieht man schon vom Weiten den T-Rex da rumlaufen. Wenn es ein T-Rex ist. So. Also er zeigt mir an da vorne. Es müsste schon irgendwas sichtbar sein. Fernglas, Zielmodus. Nichts zu sehen. Oder? Nee. Nicht, dass das so ein Indominus Rex ist, der sich hier tarnen kann. Allosaurus. Ich glaube, wir sind nah dran. Mist, wieder kein T-Rex. Allosaurus. Wie sah der denn nochmal aus? Werden wir gleich sehen. Soll ich jetzt in den Wald fahren? Echt jetzt? Geht nicht. Einmal rum. Ui, rutsche hier. Oh, da sind ein paar Dinos. Da ist ein Heli. Uah. Ach so, scannen. Ich dachte schon, hier steht gleich irgendwo einer. Allosaurus. Sei einfach auf alles gefasst, okay? Okay, da ist ein Heli. Ich glaube, da vorne ist der. Oh, das sind doch Brachiosaurus da hinten. Da fahren wir mal kurz gucken. Handbremse ist Leertaste. Okay. Hallo. Wow. Cool gemacht. Na gut, weiter geht's. So, hier ist der Heli. Hier soll ich hin. Analysieren. Überfall. Oh. Sei schnell, aber nicht zu schnell. Oh, oh, oh. Du lässt den Instinkt aus. Bewegung, los! Owen. Owen, alles in Ordnung? Was ist los? Bin gerade beschäftigt. Eieiei. Sagen Sie mir, dass alles unter Kontrolle ist. Soll ich lügen? Ja, wenn es meine Nerven beruhigt, das ertrage ich nicht. Wir arbeiten daran. Oh, der ist ja schon ganz schön groß. Den muss ich jetzt betäuben, den wild gewordenen Allosaurus. Versuchen? Okay. Wir brauchen einen Erfolg, Dr. Dur. Hier ist Grady und die anderen fristen. Wow, hoch mit dir. Warum ist so tief? Ist bescheuert? Sie glauben an das Team, nicht wahr? Wollen Sie das nicht? Zielmodus, ja. Nein, ich muss näher ran. Zack, Treffer. Hinterher. Das war nix. Treffer, jawohl. Ich habe ihn, 100%. Mitten im Wald, aber na gut. Owen, wie ist der Status?
Wir sind nah dran. Wir haben fast alles unter Kontrolle, aber das Tier ist verletzt. Wir müssen sie zur Beobachtung und Behandlung in ein sicheres Gehege bringen. Okay. Informiere Dr. Dua. Ja, ich? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. So, Hubschrauber haut ab. Sorge dafür, dass Allosaurus im Gehege ist. Ja, im Gehege mit den anderen. Nimm bei Allosaurus eine Statusprüfung vor. Wo ist er denn jetzt? Da. Liegt er da? Oh ja. Ich pack den jetzt einfach mit zu den anderen. Mal gucken. Vielleicht zoffen die sich ja auch. So. Da rein. Gucken wir einfach mal, was passiert. Was ist mit dem? Benötigt Statusprüfung schon wieder. Und was ist mit den Pflanzenfressern? Was ist mit denen? Sie können bleiben, solange sie sich von jeglicher Zivilisation fernhalten. Sie überleben auch ohne unser Eingreifen in der Wildnis, nicht wahr? Wenn sie Zeit haben, sich anzupassen, dann ja. Ich schätze, daran werden wir uns alle gewöhnen müssen. Saurier, da draußen in freier Wildbahn. Sind das Ihre Worte oder die der Regierung? Claire, ich bin die Regierung. Produkt wurde eingesammelt. Okay. Hier, die muss ich wohl nochmal scannen. Hatte ich eigentlich schon. Das hier ist wohl der Rudelführer, der mit der Krone. Kommt vor. Wird wahrscheinlich gleich erst angezeigt. Mal gucken, was passiert, wenn der gleich abgeliefert wird, der Allosaurus. Oh, hier geht er auf der Jagd. Oh ja. Ha! Vorbei. Und zack. Oha. Na, das war ja mal cool. Und da kommt das nächste. Hallo, viel Spaß. Da kommt mein Dino, mein Allosaurus. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn er so ein T-Rex-Sorten dran hat. Oder so ein Brachiosaurus. Na gut, schmeiß den mal mit da rein. Ich meine, Fleischfresser unter Fleischfressern dürfte ja eigentlich nichts passieren. Mal gucken. Ziege oder was ist das hier? Ja, sieht so aus. So. In Lieferung. Okay, mal kurz beobachten, die miteinander interagieren. Ich weiß nicht, kann ich Fleischfresser in ein Gehege machen? Scannen muss ich ihn einmal, Aufgabe zuweisen. Einmal scannen. Unten rechts läuft die Zeit ab. Wunderbar. Nehmen wir Allosaurus eine Statusprüfung vor. Ist in Arbeit. Hier draußen läuft der eine komische Freckel rum. Ich glaube, da hinten hatte ich nochmal einen anderen gesehen. Wie groß ist denn die Karte hier? Okay, nur hier. Was hat ein nicht diagnostiziertes Leiden? Schicke die MVU los um ein Medizin. Uiuiui. Okay, hier war ich ja eben unterwegs. Wildbereich. Ich brauche eine paläomedizinische Anlage, um den Zustand des Sauriers zu beurteilen. Wir brauchen einen vollen medizinischen Scan. Ich will verstehen, was da schiefgelaufen ist, damit so etwas nicht noch einmal vorkommt. Fehlender Wald. Ui. Ja, mache ich doch einfach mal ein bisschen Wald. Ich meine, die wollen Wüste, er will Wald. So.
ist natürlich dann auch doof, ne? Ah ja, die haben ja auch unterschiedliche Komfortbereiche. Und wenn du die in einem Gehege hast, ist natürlich blöd. Gut, aber ich muss jetzt irgendwie ein medizinisches Labor bauen. Mal gucken. Schutzraum. Das hier. Okay, so gesehen irgendwie das Ärztezentrum. Nein, da ist wieder was. Oh, der ist ausgebrochen. Ich habe keine Leute, ne, die hier rumlaufen. Ganz schön laut. Ich muss das mal runterstellen. Soundeffekt, Musik. Die kleinen Ausreißer gibt's ja nicht. So, jetzt hat es geschneit. Ja, cool gemacht. Alles verschneit hier. Jetzt trocknet das langsam wieder. Nicht schlecht. So. Treibstoff einmal auffüllen. Leerer Behandlungsplatz. Mobile Veterinäreinheit. Aha, also wie mit dem Ranger kann ich die jetzt hinzufügen. So, er muss wieder ins Gehege. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Und er auch gleich. Ich warte mal eben ab, bis der Arzt da war. Sorge dafür, dass Allosaurus ein Komfort von 80 hat. Oje, das wird schwer. Vielleicht muss ich ein zweites Gehege bauen. Produkt muss eingesammelt werden. So, was hat er? Großer Bruch. Hm. Oder teile ich das Gehege hier und baue hier an. Hm. Ein Komfort von 80. Ja, ich muss ja irgendwie umbauen. Aha, aber nicht jetzt hier abreißen. Erstmal einen neuen Zaun bauen. Okay, ich muss den Weg abreißen. Wie gesagt, ist das Tutorial. Da muss es nicht schön sein. So, ein neuer Zaun. Ich kann auch in den Wald bauen. Okay, das ist gut. Produkt transportiert. So. Dann lasse ich die hier drin und den. Genau, den mit dem Bruch. Kriege ich den jetzt darüber? Erstmal eben ein bisschen Wasser machen. Noch ein bisschen Wald. So. Komfort 72. Mal eben mehr Wüste. Hier war Wüste, Sand.
Sand, ne? Ja. Aber ist alles sandig hier? Der hat ein Problem. Mal die Ärzte dahin schicken. Geht das? Nee. So, ich will den ins andere Gehege. Kann ich den nicht so transportieren? Ach nee, nur betäuben, ne? Nur im betäubten Zustand. Okay. Ja, tut mir leid, Kleiner. Muss ich dich nochmal betäuben? Ich brauche noch ein Tor für das Gehege. Da rein. Mal gucken, ob ihnen das gefällt. Mehr Komfort. Ich brauche mehr Komfort. Was wollten die Wüste? Futterstation brauche ich für den einen auch noch. Wo war das? Hier. Lebendfutter. Und ein so ein Fleischding hier. So. Hier ist noch genug drinne. So, der ist jetzt betäubt. Das heißt, ich kann ihn aufnehmen und umsetzen. So. Statusprüfung läuft. Okay, dauert 30 Sekunden. Der schläft noch. Oh, Treibstoff und Nahrung. Stromgeneratoren verbrauchen im Laufe der Zeit Treibstoff, je nachdem, wie viel Strom sie erzeugen. Okay. Ranger-Teams, Einfangteams und MVU verbrauchen Treibstoff und Nahrung beim Verrichten ihrer Aufgaben. Sie werden in ihren jeweiligen Gebäuden gelagert. Ja, Nahrung und Treibstoff kannst du bei Bedarf über den Gebäudeinfo-Bildschirm auffüllen. Den muss ich manuell auffüllen? Also wenn ich später einen großen Park habe, bin ich nur noch damit beschäftigt, die ganzen Bedarfe aufzufüllen, oder wie? Naja gut, lass uns überraschen. Oh, kein Treibstoff mehr. Zaun ist... Oh. Zaun war ohne Strom. Park schließen? Nein. Ranger-Team, Einfang-Team, okay. Aufgefüllt. Na gut, so hoch ist der Verbrauch jetzt nicht hier. Benötigt Statusprüfung schon wieder. Ach, ich muss auch so einen Ranger-Posten hier reinmachen. So, und dann machen die das, glaube ich, automatisch. Genau, da muss ich die auch noch zuweisen. Aufgabe hinzufügen. Ranger-Posten. So, und jetzt scannen die alles drumherum automatisch. In regelmäßigen Abständen, irgendwie so. Komfort 70 nur, hallo? Nahrung, Wasser, Ausdauer, Sicherheitsbewertung 5. Ach, das geht nach Sicherheitsbewertung. Okay, und der Zaun ist wie sicherheitsbewertet? Was haben wir hier? Großer Bruch. Ursache: Angriff auf Zäune. Ach, Zustellen an Anlage. Betäubung und Transport zu einer... Okay, ich muss den betäuben und hier hinliefern. Okay. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. So, das war's mit der Aufnahme. Krishan. Krishan ist schon wieder weg, okay.
Mal eben kurz aufs Handy gucken. Mal eben schauen, wie die Qualität ist. Die sind betäubt, noch 6 Minuten. Gut, Screenshot aufnehmen. Warum macht er immer so ein Geräusch? Mal eben gucken. Benachrichtigung anzeigen? Nein. Lupe anzeigen? Nein. Wo kriege ich den Ton aus? Druck, 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 nein. Experten, nein. Standard-Proxy-Server, nein. Fenster-Abfotografier-Modus, automatisch.
gucken, macht er noch das Geräusch? Ne, jetzt nicht mehr. Wunderbar. Mal eben wieder löschen. So. Jetzt kann ich zwischendurch auch wieder Screenshots machen, ohne dass man das im Video hört oder stream. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Ja, die letzte Mission haben wir gut abgeschlossen. Die Dinos sind ein bisschen oft ausgebrochen, aber das ging schon. Und wir starten jetzt direkt weiter. Unten rechts, 6-5 Sekunden noch. Dann ja, kommen die nächsten Aufgaben, denke ich mal. Manchmal muss jemand Neues ein Problem angehen. Okay. Stellen wir einige Wissenschaftler ein, die diese Tiere diagnostizieren können. Sie sollten sich mit dem MVU auskennen und medizinische Scans bei Sauriern durchführen können. Was wir wohl herausfinden werden. Ah ja, so, ich mach mal einen Screenshot. Oh, der sieht aber gefährlich aus. Oha. Okay, er will nicht mehr. Ich sollte vielleicht erst den großen Bruch behandeln. Dafür muss ich den Lehrerbehandlungsplatz. Tatsache, ich muss den Dino hier. Wie soll denn das später mit den Großen gehen? Na gut. So, einmal betäuben bitte. Die Rangerstation müsste von alleine laufen. Was muss ich denn noch machen? Ne, nur Futterstation. Ranger-Patrouillen anzeigen. Okay. Genug Treibstoff, alles da. Hatte ich erst aufgefüllt. Der ist noch betäubt, ja. Komfort 100 jetzt. Aha. Er auch? Komfort 100, perfekt. Er ist betäubt, hat auch Komfort 100, Gesundheit 70, ja, wegen dem Bruch. Gut, dann transportiere ich den einfach mal dahin. Ah, okay, jetzt muss ich die zuweisen. Aufgabe starten geht nicht, ich brauche 3 Wissenschaftler. Okay, nee, erstmal abbrechen. Ich brauche mehr Wissenschaftler. Skin wechseln. Okay, gibt auch noch verschiedene Skins für die Fahrzeuge. Wo mache ich das denn nochmal mit den Wissenschaftlern? Das war... War das nicht hier im Kontrollzentrum? Genau. Jawohl. Ui. Was brauche ich denn... Für ein gebrochenes Bein senkt die Kosten der Forschung eine Fähigkeit. Wohlbefinden. Ich brauche einen mit Wohlbefinden, ne? 2 von 5, 2 von 6, 3 von 8. Oh, 4. Ich nehme die einfach mal noch. Gut. Jetzt, da wir den Saurier vorübergehend unter Kontrolle haben, bringen wir ihn in die paläomedizinische Anlage, okay, wo wir ihn behandeln können. Ach, die kann ich auch noch trainieren. Hier Punkte hochmachen. Personaloption nur entlassen. Okay. So, Verletzungen. Verwende die MVU, um Saurier mit einem Scan auf Verletzungen untersuchen, habe ich gemacht. Schwere Verletzung bitte auf einer besonderen Behandlung. Da muss ich die hintransportieren, weil sie Wissenschaftler der Behandlung zu. Okay. Also erstmal transportieren. So, dann kommt das Menü. Dann weise ich die beiden zu. Aufgabe starten.
Okay. Ja, krass, die können bei einem Dinosaurier einen Bruch behandeln. Und der läuft da mit einer Schiene rum, oder wie ist das dann? Ja, ist alles ein bisschen größer, ne? Wacht auf. Ah, okay, die letzte Minute. Wenn die letzte Minute angebrochen ist, steht da Wacht auf. Gefahr Level 5. Ah, und hier steht jetzt eine 2. Das heißt, der ist Gefahr Level 5, Zaun hat 2. Das heißt, der Zaun hält nicht stand, wenn der wild wird. Und der Kleine hat sich hier verlaufen? Wie kann ich denn das mit dem Zaun erhöhen? Aufklicken kann ich nicht. Ich kann nur das Tor auf und zu machen. Muss man im Strom gucken. Okay, Treibstoff ist noch genug, aber ich fülle mal trotzdem auf. So. Der wird jetzt hier abgelegt. Ach so, das dauert jetzt 1 Minute 35 noch. Und das ist dann alles hier, oder? Ich hätte jetzt gedacht, dass hier wenigstens irgendwie die Wissenschaftler rumlaufen. Okay, das ist wohl die Animation. Na gut, okay. Behandle Allosaurus in der Anlage. Okay. Ranger-Team fährt rum, alles top. Beobachtungsgalerie. Sollte ich einen Schutzraum bauen? Nee, kommen keine Leute, ne? Das ist ja alles hier noch Kampagne. Hier habe ich auch genug. Was gibt's hier noch? Kontrollzentrum. Kontrollraum. Karte, Verwaltungsansichten. Oh. Okay. 100, 100, 100, jawohl. Behandlung noch 20 Sekunden. Dann bin ich gespannt, wird er jetzt gleich automatisch abtransportiert und wieder ins Gehege? Oder muss ich das selber machen? Mal gucken. Vier, drei, zwei, eins. Behandlung abgeschlossen. Bereit zum Transport. Und was ist, wenn ich den nicht transportiere? Am besten, wenn man sich ausruht. Und wenn man es bequem hat. Bei mir klappt das immer. Bei den Sauriern vermutlich auch. Da haben Sie ganz recht. Meine Ex sieht das anders. Ja. Wie auch immer. Transportieren Sie das Tier sicher in sein bequemes Gehege, ja? Okay, was ist, wenn ich das nicht mache und einfach erstmal weiterspiele? Dann würde der da jetzt die ganze Zeit liegen, ne? Gut zu wissen für später. Behandlung erfolgreich, Transport auffüllen. Ach so, okay. Muss ich darüber auswählen und nicht hier links über das, über diesen Hubschrauber-Button. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Gut, du gehst zurück. Sorge dafür, dass Allosaurus einen Komfort von 80 hat. Sollte er gleich haben. Sorge dafür, dass die Spezies Allosaurus von einer Beobachtungsgalerie für Forschung aus zu sehen ist. Die Beobachtungsgalerie ist hier. Das ist natürlich, der Radius ist nicht gerade groß. Da müsste der Saurier genau da in dem Stück sein. Ich glaube, ich muss noch mal eine bauen. Transportiere Produkt. Ist ja egal, ist ja die Kampagne, da kann ich ja ruhig, da kann ich ja, wie John Hammond sagen würde, keine Kosten und Mühen, nee, ich habe keine Kosten gescheut, oder was sagt er immer? So.
So, baue ich das hier hin oder da vorne? Ich mache es einfach mal hier hin. Weg verbinden. Bestätige Produktzustellung. Okay, danke. Komfort 70. Er ist ein bisschen wild. Fehlender Wald. Noch mehr Wald? Okay, du kannst Wald haben. So, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wo er ist. Ah, okay. Blöd, dass der immer ranzoomt. Also die Futterstationen sind hier. Das ist gut. Also muss er spätestens, wenn er Hunger hat, muss er dann hier in den Radius rein. Okay. Wo ist er denn? Na? Kleiner? Wo ist er? Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe hier eine Ranger-Station gebaut. Die hat da jetzt den großen Radius. Ja, ich zoome mal raus. Wird mir gar nicht angezeigt. Ach, der hat den Saurier anvisiert. Na? Ranger-Posten, so. Der geht ja auch hier hinten rüber. Und die beiden Futterstationen sind auch mit im Kreis. Ach, die Frage hat sich gerade erübrigt. Da hinten fahren sie gerade rein, okay. Also zählt das auch dazu. Dann könnte ich auch die Ranger-Station ein bisschen weiter darüber setzen, dass der Radius da mehr rüber geht, okay. Gebäude bewegen. So. Aber auch gut zu wissen, kein Ranger-Team zugewiesen. Okay, dann muss ich die neu zuweisen. Der benötigt Statusprüfung. Wo ist jetzt mein Ranger-Team hier? Die sind doch gerade hier reingefahren. Da. Aufgabe hinzufügen. Statusprüfung, Ranger-Posten. Jetzt wird es wieder laut. Ach, da steht, wie lange das hält. Zeit bis aufgebraucht, 49 Minuten. Gut zu wissen. Mission abgeschlossen. Bundesstaat Washington. Na, das war ja einfach. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Aber gut. Dann würde ich sagen, ist das eine etwas kürzere Folge. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. So, Screenshot von machen. Habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5 Folgen aufgenommen. Aber ich muss noch mehr. So, gleich hinten dran. Ne, kurze Pause. Bis gleich.
So. Ich glaube, ein Video drehe ich noch und dann schneiden wir die Videos. Ja, eins nehme ich noch auf. Erstmal positionieren hier. So, habe ich da einen Screenshot von gemacht? Nein, mache ich mal einen. So. Herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Die letzte Mission haben wir abgeschlossen, wie ihr seht. Und es geht jetzt direkt weiter. Wir haben dafür gesorgt, dass sich die Saurier im Wald gut entwickeln können. Zuerst glaubte ich, dies sei das Beste. Dann haben wir realisiert, dass Wälder ein Fünftel der Landmasse der USA ausmachen. Und fast 40% von Kanada sind Wildnis. Mit der Naturschutzbehörde und der CIA haben wir dafür gesorgt, dass sich die Saurier wohlfühlen. Mitten im Wald. Ich hoffe, die Verantwortlichen wissen, was sie tun. Denn die Saurier wissen das. Definitiv. Okay, weiter geht's in Pennsylvania. Mal gucken, was mich da erwartet. Die einzige Art des Fliegens, was? Privat. Weit weg vom Trubel der Öffentlichkeit. Keine neugierigen Blicke, die stumm Fragen stellen, die ich nicht beantworten will. Nun, nennen Sie mich verrückt. Es wäre nicht das erste Mal. Aber wir müssen unsere Geschäfte zentralisieren. Darum habe ich diesen Ort gewählt. Gut, ich habe ihn nicht selbst ausgesucht, aber ich war daran beteiligt. Ich habe das Memo bekommen. Die Appalachen sind seit jeher ein Ort, an dem Menschen quasi verschwinden können. Ob allein oder mit Hilfe. Warum also nicht auch die Saurier? Okay. Missionsbesprechung. Ein paar Strippen ziehen, ein paar Leute schmieren, ein paar Arme verdrehen und zack, schon hat die Naturschutzbehörde eine neue Operationsbasis. Wir müssen uns beeilen, wenn wir diesen Ort auf etwas vorbereiten wollen, mit dem er seit 65 Millionen Jahren nichts mehr zu tun hatte. Das Grundgerüst ist fertig. Aber bevor die mit Fleisch und Blut Besudelten ankommen, muss alles funktionieren. Owen und Claire sind vor Ort und haben mehr Infos für sie. Dr. Dua koordiniert ihre Aktivitäten. Und ich? Ich werde die Erwartungshaltungen verwalten und eine Armlänge Abstand von den Fleischosauriern einhalten. Moment. Armlänge ist vielleicht etwas zu kurz gedacht. Wir brauchen hier eventuell noch etwas Hilfe. Mr. Lambert? Ich bin einsatzbereit. Sagen Sie, wann es losgeht. George Lambert ist ein erfahrener Ranger. Er hat mit uns auf den Inseln gearbeitet und ist nun bei der Naturschutzbehörde. Er und Owen übernehmen die Saurier und wir die Anlagen. Demnächst bekommen wir eine ganze Reihe bereits gefangener Tiere rein. Verzögerungen sind inakzeptabel. Okay. Verstanden. Wir beginnen mit dem Bau von weiteren Gehegen. Wir fangen sie, du packst sie ein. Okay, unten rechts. Ui, ja, nur noch eine Minute 37. Also ich soll jetzt irgendwie schnell Gehege bauen und die liefern hier die Dinos? Uiuiui. Ich habe keine Ahnung, wie mache ich denn jetzt hier? Ich mache einfach mal irgendwie ein Gehege hier hin. Ich weiß gar nicht, wie weit kann ich hier gehen? Ah, hier ist Ende. So, und rüber. Ist das zu? Sieht so aus. Ein Tor. Zack. Ja, ich kann das mit der Größe auch gar nicht einschätzen. Die brauchen ja auch eine gewisse Größe für den Komfort. Aber gut, gucken wir einfach mal. Also das ging jetzt doch schneller als gedacht.
Ich habe hier Ankunftsort, Kontrollzentrum, Unterstützungsanlage. Hier fülle ich mal am besten alles gleich auf. Ich glaube, geldmäßig muss ich mir noch keine Sorgen machen. Oh, Stromverbrauch. Achso, nee, hatte ich eben aufgefüllt. Stromverbrauch 35, okay. So, 5 Sekunden noch. Und dann, keine Ahnung, ob das automatisch geliefert wird. Carnotaurus wird an deinen Park geliefert. Bist du bereit, ihn zu transportieren? Saurier transportieren. Ach, man könnte das jetzt noch hinauszögern. Okay, Anzahl 2. Und dann sage ich, wohin? 1, 2, okay. Ein paar Neulinge, die Nahrung und Unterkunft. Da kommen sie. Ich empfehle, diese Saurier genau zu beobachten, okay, bis sie sich richtig eingelebt haben. Lambert hat recht. Sie waren draußen in der Wildnis. Zäune werden ihnen nicht gefallen. Okay. Wir stellen keine Mutmaßungen an und achten auf die Details. Gut. Vergiss nicht, dass die Saurier, genau wie wir, immer dazulernen. Das darfst du beim Bau eines neuen Sauriergeheges nicht vergessen. Sicherheit hat Priorität. Für sie und für uns. Leg los, dann können die Saurier einziehen. So, Rangerposten zuweisen. Großartig. Futter. Das sind Fleischfresser. Wo war's? Hier. Lebendessen. Ich glaube, ich lasse. Reicht eigentlich, wenn ich nur einen mache, oder? Eins von beiden. Ich mache mal erstmal nur einen. So, Rangerposten. Besucht Rangerposten. Statusprüfung macht die automatisch. Gut, das muss ich nicht mehr manuell machen. Sehr gut. Betäuben muss ich nicht. Das ist Ankunft. Kontrollzentrum. Wissenschaftler. Brauche ich auch noch nicht. Oh, oh, oh. Du willst doch nicht. Ich dachte, er will da jetzt angreifen. So, einmal schön ein paar Bilder machen. Danke fürs Gähnen. Noch ein Bild. Und noch ein Bild. Noch ein Bild. So. Fehlender Sand. Okay. Das kriege ich hin. Und. Ah, nein. Ach, ich dachte, hier kommen schon die nächsten Lieferungen. Nein, das ist okay. Sorge dafür, dass Carnotaurus im Gehege sind. Okay. Ich dachte, ich muss jetzt hier. Das geht Schlag auf Schlag und ein Gehege nach dem anderen. Was wollten die? Sand. Gras. Sand da. Ich weiß nicht wie viel, ich mache einfach mal überall hin. Fehlendes Wasser, ja klar. So. Mache ich mal einfach hier rüber. Für das nächste Gehege. Komfort 100%. Zufrieden? Perfekt. So, die Zeit läuft ab. Sorge dafür, dass die Carnotaurus einen Komfort von 80 plus haben, ja. Stelle sicher, dass die Carnotaurus von einer Beobachtungsgalerie für Forschung aus sichtbar sind, okay? Oh, jetzt habe ich schon ein paar mehr Gebäude hier freigeschaltet. Das ist das Ärztezentrum, Unterstützungsanlage, Personalzentrum. So, die Beobachtungsanlage baue ich so, dass ich das nächste Gehege hier nebenan auch gleich mit drauf habe. Aber ich bin nicht im Strombereich, so. Bisschen weiter vor. So. Weg verbinden. Sind zufrieden. Ein paar Steine vielleicht noch rein.
So, alle Aufgaben erfüllt. Lieferung mit gefangenem Allosaurus unterwegs. Okay. Also wieder Gehege. Baue ich das gleich direkt nebenan? Kann ich eigentlich, ne? Mache ich einfach mal. Okay, hier ist schon Kartenende, gut. So, der hat, der Allosaurus, der braucht Wald. Wald hat er. Wasser hat er, Futterstation. Baue ich am besten so, dass der Ranger-Posten. Okay, geht nicht. Also muss ich noch einen zweiten Ranger-Posten. Oder ich setze den um. Mal gucken, Gebäude bewegen. Hier ein bisschen rüber. Nee. Ach, wenn ich den neu setze, muss ich den auch wieder neu zuweisen. Okay. So, und dann baue ich hier noch einen neuen Ranger-Posten. Für das Gehege. So, Futter wollte ich oder hatte ich Futter gerade schon gesetzt? Nee, wollte ich, genau, wegen dem Ranger-Posten. Okay, Lebenfutter da rein. Kann ich auch... Oh! Jetzt greift er an. Saurierlieferung, Allosaurus. Alles klar, einer. Du sollst hier vorne rein. So, kann ich... Ich weiß nicht, ob ich mich hier wirklich jemals wohlfühlen werde, aber die Weißkittel wollen, dass es den Sauriern gut geht. Sie sollten das nicht aus dem Blick verlieren. Kann ich dem noch einen Posten hinzufügen? Ja, ein von fünf Aufgaben, also kann ich hier doch bestimmt... Genau, zwei von fünf. Okay, also kann ich mit einem Ranger-Posten fünf Gehege oder fünf Ranger-Posten... mit den Rangers hier verknüpfen. Ranger Team 1 kann keine Route zum Ziel finden. Ach, ich habe kein Tor gebaut. Danke für den Hinweis. So. Weg brauche ich erstmal nicht. Okay, hier sind die ersten Menschen. Habe ich einen Schutzraum? Habe ich nicht. Ich sollte, glaube ich, einen Schutzraum bauen. Schutzraum. So, mit dem Weg verbinden. Ist das jetzt verbunden? Ich muss nochmal. Ja. Ich glaube, sonst würde er das auch anzeigen, wenn das nicht verbunden wäre. So, jetzt ist es dunkel. Lichter, Laternen kann man, glaube ich, nicht bauen, ne? Vielleicht später. So, sorge dafür, dass Allosaurus einen Komfort von 80 plus hat. Wo ist er? Muss erst noch gescannt werden. Sorge dafür, dass Allosaurus im Gehege ist. Habe ich. Sorge dafür, dass die Spezies Allosaurus von einer Beobachtungsgalerie, habe ich, läuft. Ranger Team. Wo seid ihr? Da, einsatzbereit. Posten 1 und 2. Okay, eigentlich machen die das, glaube ich, automatisch, aber da die sich jetzt gerade nicht bewegen, mache ich das mal manuell. Patrouillenaufgaben 2. Ja, Statusprüfung davor. Okay. Da kommen sie angefahren. Ja. Die Saurier scheinen sich super an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Aber ich möchte sicherstellen, dass sie nicht einfach nur überleben, sondern auch wachsen und gedeihen. Du verstehst sicher, dass unsere Forschung noch wertvoller ist, wenn wir hervorragende Exemplare unter optimalen Bedingungen haben. Deshalb möchte ich, dass du ein Wissenschaftszentrum baust und in Betrieb nimmst.
Dafür brauchen wir mehr Wissenschaftler, also bau besser auch ein Stabzentrum. In der Wissenschaft geht es um die Daten, die wir sammeln und analysieren. Müll rein, Müll raus. Das wollen wir vermeiden. Besonders wenn man die Investitionen bedenkt, die bereits in diese Saurier getätigt wurden. Die CIA will Ergebnisse. Und die werden wir besorgen. Ende der Diskussion. Okay. Unser Allosaurus hat einen Komfort von 100, Gesundheit 100. Wunderbar. Ich check nochmal hier die beiden. Ausgebrochen? Hallo? Wie kann ich mir die denn anzeigen lassen? Karte? Ah, okay. Ach, ich muss die gar nicht immer einzeln aufsuchen. Ich kann die auch einfach hier über die Karte direkt angucken. Ah, wunderbar. Ja, 100%, 100%. Gut, dann würde ich sagen, bau folgendes. Wissenschaftszentrum, Personalzentrum, paläomedizinische Anlage. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das doch im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. So. Dann würde ich sagen, speichere ich mal. Ich hole mir mal eben Kaffee.
So.
Hier vorne. Fliegen wir mal hin. So, da sind sie schon. Ah, wunderbare Tiere. Wusstet ihr schon? Der Triceratops ist der natürliche Feind des T-Rex, des Tyrannosaurus Rex. Weil der vorne da diese beiden Hörner... ...hat. Und der T-Rex ist ja so groß und hat quasi einen offenen Bauch. So, jetzt brauche ich eine gute Stelle. Der Triceratops ja, kann ihn vorne dann so reinstubbeln für Thumbnail des Tyrannosaurus Rex. Ja, stellte die Spezialaufgaben übernehmen. Aufgabe hinzufügen. Keine Ahnung, ob Forschung aus sichtbar sind. Hier mit dem T-Rex. Oder Brachiosaurus oder so. Da bin ich mal gespannt, ey, wie das dann aussieht.
bin ja mal gespannt, wie das aussieht hier mit dem T-Rex. Oder Brachiosaurus oder so. Da bin ich mal gespannt, ey, wie das dann aussieht. Oder Brachiosaurus oder so. Ach, ein Foto muss ich noch machen fürs Vorschaubild, fürs Thumbnail.
Brachiosaurus oder so. Oder Brachiosaurus oder so. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Hier, Expeditionszentrum. Wir haben drei Arten von Fähigkeiten. Komfort ausbauen, Ranger-Team zuweisen. Ja. Gut, das Gebäude. Ich würde sagen, das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an, wie es mit dem Gebäude hier weitergeht. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir gerne etwas. In die Kommentare. Klickt auf den